Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge unseres Multi-Let's Plays. Hier bei mir ist der Stefan. Abend. Und wir wollen gerade mal neues Futter zu unserem Kühen bringen und das, was drin ist, rausschmeißen. Wir haben hier einen speziellen Futtermischer, der demnächst mit Revamp möglich sein wird, nämlich tatsächlich variable Füllmengen. Und wir haben es mit dem gefüllt, was wir auch tatsächlich nutzen würden, nämlich mit Heu und Stroh und Deukermineralfutter. Daraus mischen wir uns eben unsere Mischung. Ah, hier könnten wir jetzt auch noch das Terraforming fertig machen. Wir haben jetzt das überall Terraformen drauf, ne? Ja, wenn du möchtest, mach rum. Ja, ich meine, ich habe den ganzen Abend Zeit, hier was zu tun. So, dann schauen wir mal, ob das Skript von mir von TerraLife auch funktioniert. Hier vorne ist das hier müsste der Misthaufen sein. Da sind aktuell jetzt 189 Liter drin. Und wenn wir jetzt hier reingehen, sagen wir Futterdruck säubern. Zack. Und jetzt hat er das ganze Zeug als Mist hier reingekarrt. Und jetzt haben unsere Tiere nichts mehr zu beißen. Und hopp. Fehlt immer noch so ein bisschen die 3D-Sicht, ne? Wo meinst du? Achso, da drüber, ja, ja, klar. Oh, guck mal, es funktioniert anscheinend nicht. Wegwerfen hat also nichts gebracht. Hm. Ich meine, gut, wer rechnet das schon Minuten genau, ne? Außer mein Production Info hat. So, der Weg hier rum. Die Frage ist, liegt das vielleicht an der Uhrzeit? Ist das auch wieder was sich zur vollen Stunde nur ändert? Ja, aber nicht die Berechnung. So, wollen wir mal gucken, wollen wir noch ein bisschen Terraforming betreiben hier? Ich habe ja gerade hier rückwärts drauf gewendet. Das war eigentlich ganz gut. Ne? Könnte man also eigentlich hier so ein bisschen noch so ein bisschen absenken. Dann hat man hier Platz zum Wenden. Ach, okay. Warum nicht? Machen wir den Platz hier vorne noch ein bisschen breiter. Ja, so. Und ja, der hier. Nein, nein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier vorne schön raufkommen, ne? So, hier vorne ist, hier ist oben. Zack. Sieht schon witzig aus. Wenn ich jetzt hier vom Traktor aus auf deinen Traktor gucke, dann hängt deine Schaufel in der Luft. Der Frontlader ist unten am Boden. Was? Ja. Von hier aus sieht das so aus, als ist der Frontlader, also die Schaufel webt. Ah, jetzt geht doch die Schaufel runter.
So, Schon geil aus. was hältst du hier von dem, von der Auffahrt? Ja, ist doch gut, sieht doch gut aus. Ja, müssen wir noch. Denkst du, wir müssen auch mal auf der anderen Seite geradeaus fahren? Hier? Für den Moment noch nicht. Später vielleicht, kann sein, ja. Aber im Moment würde ich sagen, nein. Du siehst ja, wie ich jetzt hier gerade fahre, ne? Du musst nicht aufs Feld rauf, obwohl das hier vorne ist noch so ein bisschen. Ich denke, glätten muss ich noch ein bisschen. Ich meine, dass das hier nicht gerade ist, ist logisch, ne? Ja. Dass ich hier schräg stehe. Ja, aber das hier muss noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das Problem ist, ach, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Ich habe das Falsche genommen. Gerade. Habe das Feld kaputt gemacht. So, dann machen wir hier die Hubbel noch ein bisschen weg, weil das sieht so ein bisschen unnatürlich aus, ne? Das sieht doch jetzt schon mal, so rein optisch gesehen, sieht das gut aus. Ah, ich wollte jetzt so zwei, drei Schaufeln reinbringen. Wobei wir könnten natürlich Ja. auch gucken, dass das, was drin ist, bis morgen früh reicht. Oder wir bringen heute Abend noch mal was hin, bevor wir schlafen. Ja, also 1000 Liter reichen für etwas mehr wie 4 Stunden. Ja, dann ist ja 17 Uhr, also 18 Uhr knapp. Da kommt drauf an, wann du schlafen willst, ne? Wird schon noch eine Schaufel mehr reinmachen. Ja gut, ich mache jetzt gerade die zweite Schaufel rein, damit sind wir jetzt bei 9 Stunden. Ja. Ne, das heißt, wir haben jetzt gleich, ne, also 13 plus 9, 22 Uhr. Das heißt, wir müssen bis 23 Uhr noch was gefüttert haben. Dann mache ich noch eine Schaufel rein, dann sind wir auf Nummer sicher, ne? Ja, klar. Dann müssen wir aber auf jeden Fall heute Abend noch mal was beifüttern. Damit es dann über Nacht reicht. Ja, genau. Ich meine, einmal abends, einmal morgens füttern ist ja nicht falsch. Ist, ne? Nee. Wobei wir, Wie ist das in der realen Landwirtschaft? Füttert man auch zweimal am Tag? soweit ich weiß, werden die Tiere morgens und abends gefüttert. Kommt aber darauf an, ob sie auf der Weide gewesen sind. Okay. Ja, weil Weidetiere werden natürlich weniger beigefüttert als. Ne? Pitti meint, einige Landwirte Einige füttern sogar dreimal. sehe es gerade, ja. Stand er hier eigentlich? Ah ja, hier drin, ne? Ja, Ah dem ja, kleinen Ding da in der Schaufel muss Werft. ich aber ablegen, falls ein anderer die braucht, ne? Ja, sollten wir irgendwo an eine zentrale Stelle alles legen, ne? Ja, wobei Macht ja da vorne. da wo die ganzen Anbaugeräte, Ja. war ja nicht verkehrt, ne? Ja, dann 14 Stunden, das reicht ja jetzt erstmal, ne? Ja.
Gut, ich schalte mal die Liste wieder aus. Ach, warst du eigentlich fertig mit dem Bäume gießen? Ja, ich hatte jeden Baum einmal gegossen. Ja. Jetzt passen nämlich auch nur noch 2000 Liter rein. Das heißt, 12.000 drin waren, war ein Tippfehler. Okay, ja. Aber das füllt sich bei Regen quasi auch selbstständig Ja, auf. wenn es also genug regnet, dann. Ja. Vielleicht senken wir den dann auch ab, ne? Ja, ich meine, weiße Lupine wollten wir ja hier nur das nur einmal drauf pflanzen, ne? Danach kommt ja irgendwas, wo Stroh kommt, damit wir was haben für die Tiere. Ja, getestet habe ich das mit dem Umbau für den auf die auf manuelle Schaltung mit wie hieß das Ding noch? Mit der Sämaschine. Na, beim Fahren ging die Geschwindigkeit immer wieder auf Null zurück, weil er einfach sich totgeschaltet hat. Ich habe also sonst keine Leistungsdaten oder sowas verändert, sondern nur die. Im Endeffekt habe ich eigentlich nur die Lastschaltung rausgenommen. Ja. Vielleicht sollte man aber auch noch ein paar Gänge rausnehmen, weil manuelle Schaltung hat ja eigentlich keine 6 Gänge, ne? Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich bin kein Landwirt. Ich habe gar keine Ahnung. Na, weil kein Auto hat ja jeder. Gucken wir uns das doch mal an, was wir hier gemacht haben. Guck mal. Ist das nicht eine schöne Bodengrafik? Ja, sieht schon schick aus. Jo. So, und was sagen jetzt unsere. So, was sagen eigentlich unsere Tiere? Wir haben mittlerweile einen Milchbonus von 20%. Und wir haben schon 131 Liter Heumilch. Wir sind aber auch erst bei 40% Gesundheit und Produktivität. So, und was sagt unser Feld hier? Ja, hier sind ein paar Steine drauf. Natürlich blöd, Ja. dass das wieder direkt dicke Steine sind, ist eigentlich wiederum falsch, ne? Es müssten eigentlich noch keine dicken Steine sein. Gut, aber hier auf der Karte kann ich halt sehen, ob ich alles mitgenommen habe, ne? Werden wir die Steine hier eigentlich irgendwo los oder gibt es sowas wie eine Kalkproduktion hier? Nee, ne? Glaube nicht. Habe aber auch noch nicht geguckt. Ich wollte jetzt eigentlich mal in den Chat gucken, weil ich das schon wieder verpasst habe, weil ich konzentriere mich hier so aufs Spielen, dass ich den ganzen Chat nicht mehr mitkriege.
super, bin ich vorbeigefahren. Naja, fahren wir erstmal Vorgewende und dann gucken wir das, was wir hier haben. So. So, zum Ausnisten wäre ein Skeet-Steer. Was ist denn ein Skeet-Steer? Und moin Chris. Die Grasneiber, das heißt, man das nicht. Okay. Ich habe gehört, dass Terradach eingereicht ist. Ja, Terradach ist eingereicht. Also, genau, sehe ich auch so, Pitti, dass das so besser ist. Wichtig ist, weil die Grasnarbe zu eng ist, weil die Kreide geht es als Unkrautbekämpfung, weil die Narbe nicht zu eng ist. Okay. Aber mit Drehschemel wird das schwierig, da dran zu kommen. Jetzt noch Schotter, dann ist Schier. Ne? Jetzt noch Schotter, dann ist Schier. Ich habe nicht verstanden. In der Regel morgen Abend, mittags, außer wie Achim sagt, sind auf der Weide. Ja? Also manche machen das tatsächlich so, wie ich das jetzt gesagt habe. Das ist schon mal schön. Ja, gute Nacht, Pitti. Oder schönen Abend noch, Pitti. Das ist, Chris, das ist kein 500er. Bei 500er kann ja jeder. Ich habe einen Farmer 312. Ich bin sogar noch optimistischer. So, hier vorne das Stück würde ich noch mitnehmen. Ja, ne, bergauf kannst du schon knicken, ne? Ja, schwierig. Ja, wobei mir das Ding da hinten gerade so viel Leistung klaut, dass selbst mit angehoben, ne, also eingeschaltet mit angehobenem Element ist bergauf schwierig. Ist halt nur ein 300er, ne? Und ich weiß nicht, ob der Variomatic da mehr bringen würde. Nicht unbedingt.
So, wollen wir mal gucken. Guck mal, hier vorne ist noch ein Stück, das habe ich übersehen. Und hier ist noch ein Stück, das habe ich übersehen. Ja, dann fahren wir erstmal jetzt wieder. Fahren wir erstmal den langen Weg. So, schalten wir das Ding mal aus, dann haben wir ein bisschen mehr Leistung für das Fahren. So, also nicht nur anheben, sondern auch ausmachen. So, ah, ein Bobcat zum Beispiel. Also zum Ausmisten würde sich ein etwas Ähnliches wie ein Bobcat gut machen. Ja, Ja. das hatten wir auf der Hauptmann doch schon mal. Ja. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, wir hatten ja eins gefunden, das auch mit Lenkrad funktioniert, ne? Weil die meisten mit Kette rechts und links sind ja für Lenkrad nicht geeignet, ne? Ja. Ich habe übrigens hier ist jetzt keine Korrektur für die Steine drin, ne? Das sind die Originalsteindaten, ne? Von der Karte. Ja. Wobei, da muss ich Judy mal fragen, warum hier beim einmaligen Flügen große Steine hochkommen. Oh, da vorne haben wir Streifen vergessen. Meier, Meier Stream Serie. Super. Genau, Bobcat. Ah, Löwenputzi meint auch für den Weg zum Futtermischer ein Bobcat nehmen. Ja, warum nicht? So, Tiefenlockerung ist fertig. Nein, BGO. Normalerweise kommen immer erst bei einmal Flügen nur kleine Steine, die sind gelb. Dann kommen beim zweiten Tiefenbearbeiten kommen rote Steine, orange Steine. Und beim dritten Mal kommen dann erst die roten. Die werden also größer. Wir hatten das auf der Galgenberg. Da lag es an einer falschen Datei für die Steine. Ne, weil die davon nicht, ne, keine Ahnung, was Giants da überhaupt macht, aber man darf sie nicht skalieren oder sonst irgendwas und wieder umwandeln und so weiter. Einfach nehmen, wie sie in einer Original-Map ist. Was meintest du, Stefan? Ich bin mit den Tiefenlockern fertig. Ja. Sonst noch ein Plan für das Feld? Ist das noch gekalkt werden? Ne, das war glaube ich schon, ne? Das müsstest du, wenn du auf dem Feld stehst, musst du die Werte gucken. Ja, ich guck mal. pH-Wert schlecht. Ja, dann. Du darfst ja aber auch gerne die Sämaschine nehmen. Das fällt aus. Hatten wir schon eine Sämaschine, wo dieses Lupinezeug reinpasst? Ja, wir haben sogar eine Sämaschine, wo das Lupinezeug schon drin ist. Wir haben die Nova. Ist das so? Ja. Die steht sogar schon Ah, auf dem tatsächlich. Parkplatz. Ja. Nehme ich die doch. Ja, ich meine, dafür steht sie ja da, ne? Ja. Meine ich das nur, oder ist da noch so ein Punkt? Da kriege ich ja den Monk, ne?
Hatte ich dir eigentlich gesagt, dass ich mich jetzt hier mit TerraLife natürlich von einer 100% Precision Farming Wertung verabschieden muss? Ja, hast du mir gesagt. Ja. Ich glaube, ich gehe doch wieder auf den Dreier-Pend generell. So, habe ich es jetzt erwischt? Jetzt habe ich es erwischt. So, wir säen unser erstes eigenes Zeug. Weiße Lupine. Ich glaube, weiße Lupine ist ein Gras, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen nachher noch nicht mal einen Mähdrescher. Wenn das so weitergeht, schließe ich gleich noch die Gangschaltung an. Jo, ich bin dann fertig. Ja, dann. Gut, was können wir mit Steine machen? War eben die Frage. Eine sehr gute Frage. Weiße Lubine bringen wir uns 888 pro 1000 Liter. Okay. Mehr als Weizen. Gras, Gras, Gras. Kalk. Mist. So, entweder bin ich schon dran vorbei. Oder es gibt hier keine Verkaufsstation für Steine. Müssen wir jetzt mal Ludi fragen. BGO meint übrigens, es ist kein Gras, muss gedroschen werden. Okay. Drescher brauchen wir ja sowieso. Lupine, echt? Ja. Er muss es wissen, er hat sie gemacht. Ja, dann. Oder war das der andere? Ach, ich hab so. Ich verwechsel die immer, glaube ich. Na, Hauptsache, wir haben was. Ne? Achso, nee, Grünschnitt gibt es zwar, kann man aber auch nicht verkaufen. Ludi, 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 was mache ich denn bitte schön jetzt mit Steinen? Es gibt keine Verkaufsstellen für Steine. Tja, das ist ziemlich schlecht. Ja, ich habe 1400 Liter davon hier. Ist jetzt nicht gerade so, dass hier irgendwo viele Flächen wären, wo man jetzt nochmal irgendwo eine Verkaufsstation hinsetzen könnte, ne? Nö, kannst nur irgendwie ein Feld opfern. Ab in den See damit, schreibt WGO.
Ja, es gibt hier einen Steinbrecher, denn da kann man den verkaufen, kann man das verkaufen. Der ist Vanilla sogar. Am Farmshop? Ne. Fast Food? Ich denke, der Bauernmarkt nimmt wahrscheinlich auch keine Steine. Ah. Da haben Lobby. Das bin dir auch gerade gebuckelt. Das weiß ich nicht, ich bin im Baumenü. Ah, okay. Wollte gerade mal gucken, ob hier Steine Wenn ich hier auftauchen. gerade stehen, dann fuhr er geradeaus. Narbenparadeus. Ja, Schlaglöcher auffüllen. Wird hier vorgeschlagen. Auch keine schlechte Idee, ne? Pizzeria, Restaurant, Supermarkt. Dorfkrug. Ah, der Eichen. Dorfkrug klingt gut. Was? Dorfkrug klingt gut. Ja. Ist eine Verkaufsstelle hier auf der Map. Aber der nimmt auch keine Steine. So, dann haben wir hier einen Eichenhofladen. Gucken, was der so nimmt. Ja, Janik, ist eine schöne Idee, aber prinzipiell bin ich dagegen, aus Steinen Kalk zu machen, denn ich glaube, hier ja, müsste man jetzt mal recherchieren, wie hoch denn der Kalkgehalt in den Steinen hier rund um die reelle Holzer ist. Ich denke nicht, dass das realistisch wäre. Teuker Landmarkt. Und hier haben wir noch eine Getreideannahme. Ja, also wir könnten höchstens einen Steinbrecher irgendwo, also hier so ein, ne, so ein Ding irgendwo hinsetzen. Da kann man das dann, kann man Steine dann verkaufen. Aber den Ja, müsste irgendwo man. müssen wir hin. Wenn ich unten was Holz, was Wald abgeholzt habe, anstatt wieder alles aufzuforsten, könnte man sowas damit auf das Waldstück setzen. Ja. Ja, für jetzt bleibt es erstmal drin. Ich meine, das ist ja nur zu 70% gefüllt und braucht ihr keine Steine für Kalk? Nein, für Kalk braucht man Kalkstein. Und ne, was man aber normalerweise auf den Feldern nach oben befördert, ist selbst in steinhaltigen Gebieten im Regelfall kein Kalkstein. Das ist schon was anderes, so ein bisschen. Also ich würde sagen, am 300er Farmer werde ich noch ein bisschen rumbasteln müssen, ne? Wahrscheinlich ja. Vielleicht mache ich doch ein Automatik raus. Das ist relativ simpel ist. Ich brauch nur die Definition der Gänge rauszunehmen. Schon ist es eine Automatik. Ja, das hat mich auch überrascht. Das ist eigentlich relativ. Wusstest du, dass die Bremsen nicht funktionieren, wenn du den Motor ausmachst? Nein. Okay, dann weißt du es jetzt. Ja. Nein, natürlich, Lobby, ist das hier nicht anders auf der Holzer Map. Ne? Du kannst, wenn du eine Produktion hast, die aus Steine Kalk macht, kannst du die natürlich hier benutzen. Ich möchte sie nur eigentlich nicht benutzen, weil es für mich nicht realistisch ist.
ne, Kalksteinwerk. Ne, da kann man sowas machen. Aber wenn du das möchtest, kannst du das hier tun. So, jetzt lassen wir mal gucken. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch Stickstoff und wir brauchen noch pH-Wert. Hast du denn jetzt auch alle roten Stellen weggemacht hier? Gibt es noch rote Stellen? Ja. Da, da. Oh. Tatsächlich, die habe ich nicht gesehen. Ich stelle mir den Fan Farmer jetzt mal unten ans Feld. Da wo ich Steine mache, da wo ich Holz mache. Ja. Und dann komme ich mit meinem 300er Fan hier hoch und dann mit dem Variomatic und dann benutze ich den mal eine Runde. Aber auf YouTube, wir danken fürs Reinschalten, fürs Interesse und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann und tschüss. Tschüss.